Ich stelle mal jetzt kurz uns und die Pinwand vor und das Thema allgemein und dann werden wir auch direkt beginnen. Genau. Die Pinwand ist ein ganzheitlicher Datendienstleister. Wir machen quasi alles von der Quelle bis zur Senke. Also wir fangen an mit der Daten, mit dem Sammeln von Daten, mit dem Strukturieren von Daten, ja, mit dem Veredeln von Daten und letztendlich, was wir hier machen, sehr gut, mit dem Visualisieren von Daten. Das ist jetzt für immer aufgezeichnet, sehr gut. Genau, wir haben verschiedene Standorte. Wir sind in Deutschland tätig, in Köln, Hamburg, Paderborn, Chemnitz, München, Berlin und in der Schweiz, in ja, Zürich und in Wien. Wir teilen uns so prinzipiell so in mehrere größere Blöcke auf. Der, den wir heute haben, ist so der Block Business Intelligence. Das Ganze basiert natürlich immer auf einer guten Grundlage, die bei uns mit dem Data Management und unseren ja, Kompetenzen in Microsoft Azure untermauert werden. Und wir gehen natürlich noch einen Schritt weiter, nämlich einmal in die Richtung Data Science, also alles, was rund um ja, das wirkliche Veredeln von Daten hingeht, also von Predictive Analytics bis zu Advanced Analytics und im Frontend dann noch so das Thema CPM, also Corporate Performance Management, ja, so sehr controlling-nah, also wenn ich dann quasi so Plans vergleiche, Finanzkonsolidierung, so eine Themen decken wir mit CPM ab. So, und jetzt kommen wir auch schon direkt zu einer Grafik, die ich immer sehr toll finde. Alle reden immer über Dashboards, aber eigentlich, wenn man ein schönes Dashboard oder ein Reporting haben möchte, ja, dann braucht man ganz viel, was ringsrum existiert. Man braucht Analysen, man braucht eine Plattform, man braucht irgendwo ein strukturiertes DWH. Also, um so ein schönes Reporting zu kriegen, braucht man immer ganz, ganz viel mehr. Und es ist immer gar nicht so einfach, das alles auch in der richtigen Qualität vorzufinden. Und heute schauen wir uns zwei Tools an. Ich habe hier mal den neuen Gartner Quadranten eingepackt. Gartner ist einer der großen, ich würde mal sagen, ja, Vergleichsunternehmen, der quasi einmal rated, wie gut die einzelnen Tools abschneiden. Und wir sehen, wir haben uns hier zwei aus dem Leader Quadranten rausgepickt, nämlich Qlik und Microsoft. In dem Webinar, was wir vor 4 Wochen gemacht haben, mit meinem Kollegen Herrn Müller, hatten wir schon den Vergleich Power BI versus Tableau. Um es ein bisschen vergleichbar am Ende auch zu machen, haben wir heute auch wieder dieselben Daten genommen. Also wir basieren wieder unser Webinar auf den Daten des Tableau Superstores, einfach zu zeigen, wie kann man mit den Daten arbeiten, was sind so ein bisschen die unterschiedlichen Herangehensweisen, einmal in Qlik und einmal in Power BI. Und ich würde sagen, Fabian, jetzt kannst du einmal starten. Mit wie binde ich Daten an im Klick, wie, ja, wie veredle ich die Daten, wie baue ich ein Datenmodell, wie stelle ich es meinem Endnutzer zur Verfügung? Ja, ich würde dich bitten, einmal sozusagen das Wort jetzt zu übernehmen. Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen auch Ja, mal wie hier. es. Jo. Michael, bist du so nett und mutest dich? Ich höre mich irgendwie immer doppelt. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht. Super, vielen Dank dir. Genau. Vielleicht, ich teile einfach mal meinen Bildschirm. Noch kurz was zu Qlik. Man spricht immer von QlikSense. Die Qlik Company selber ist allerdings mittlerweile deutlich mehr als nur QlikSense. Uns geht es heute ja um QlikSense. Das ist das Visualisierungstool von Qlik. Und dieses möchten wir vergleichen mit Power BI, dem Visualisierungstool von Microsoft. Wie binde ich Daten in QlikSense an? Wie visualisiere ich diese Daten? Das sind ja genau diese Fragen, die uns heute beschäftigen. Zur Anbindung von Daten sei dazu vielleicht gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten anzubinden. Einmal den Datenmanager und einmal den Dateneditor. Was Sie hier sehen, ist der Dateneditor. Der wird vielen, die aus der Skriptwelt kommen oder schon andere Programmier- und Abfragesprachen kennen, relativ bekannt vorkommen. Ist aus meiner Sicht auch einer der großen Vorteile, den QlikSense mitbringt. Denn hier habe ich quasi in einem ja, SQL-Dialekt die Möglichkeit, verschiedene Abfragen zu formulieren. Ich kann Daten manipulieren. Das Ganze funktioniert in einer In-Memory-Technologie. Das heißt, er lädt die Daten alle in den Arbeitsspeicher und ist daher auch bei großen Datenmengen schnell in der Verarbeitung. Ich kann eigentlich alles Mögliche anbinden. Also, wie man das auch von den anderen großen Tools kennt, gibt es eine unfassbare Anzahl an Konnektoren, Möglichkeiten, diese zu konfigurieren. Alle gängigen Systeme sind anbindbar. Da gibt es eigentlich mittlerweile keine Grenzen mehr. Ich kann aber auch natürlich einfach Files einlesen, so wie wir jetzt das Beispiel hier hatten. Wir haben ja einfach einen Beispieldatensatz, der uns in einem ja, Spreadsheet-Format vorliegt, den wir jetzt hier quasi einlesen.
Gleek selbst ist auch ebenfalls ein filebasiertes System. Allerdings gibt es dafür ein spezielles Format, das sogenannte QVD-Format. Das heißt, hier werden die Daten in einer speziellen Kompressionsart abgespeichert, die es Gleek-Sense ermöglichen, diese relativ schnell wieder einzulesen. Wir reden hier von einem Geschwindigkeitsvorteil von bis zu 100-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu, sagen wir mal, einer Textdatei. Das liegt daran, dass Gleek dann in Key-Value-Paaren denkt und dann die Daten relativ zügig indiziert einlesen kann. Um jetzt hier nicht zu tief in die Tiefe abzusteigen und zu technisch zu werden, einfach mal, wie sind wir jetzt hier vorgegangen mit unseren Daten? Sie sehen hier auf der linken Seite gibt es verschiedene Abschnitte. Hier lade ich mir die Daten einfach einmal roh rein, zerlege sie dann in Fakten und in Dimensionen, baue mir noch einen Kalender, um sie dann in der Oberfläche zu visualisieren. Das Ganze erfolgt, wie gesagt, in Memory. Das heißt, ich lade mir hier einmal die Daten ein, definiere hier eine Tabelle und auf diese Tabelle kann ich referenzieren. Das ist, wie man das aus anderen Abfragesprachen auch kennt, ganz üblich, dann in einem relationalen Modell zu denken, was ich dann aufbauen kann oder auch in einem DWH-Schema eigentlich. Das kann man sich jetzt auch anschauen. Das sehen Sie hier, das ist quasi das Datenmodell, was ich dann nach dem Laden aufgebaut habe. Also ich lade die Daten einmal, das habe ich hier schon gemacht, deswegen sehen Sie das auch schon. Dieses Datenmodell baut sich auf anhand der Schlüssel, das ist quasi anhand der Bezeichnungen der Spalten oder der Features, wie auch immer Sie das nennen möchten, werden dann Verbindungen hergestellt. Das macht Gleek auch ganz automatisch, hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, er schlägt mir das vor. Der Nachteil ist, wenn ich jetzt verschiedene Tabellen habe, die gleichen Spalten beinhalten, muss ich die entweder umbenennen dann eben schauen, dass die Schlüssel zueinander passen, um keine Kreisbezüge und sowas herzustellen. Der Vorteil daran ist aber auch, dass Gleek intern schon Prüfungen vornimmt. Das können wir uns jetzt hier anschauen. Wir haben hier unsere Faktentabelle in der Mitte und hier die Dimension Standort. Im Standort selbst ist Verknüpfung quasi die Stadt. Und ich sehe hier schon, dass 100% der Städte in der Dimension auch in der Faktentabelle vorhanden sind. Andersrum auch. Ich habe keine Duplikate. Also so kann ich relativ einfach Sanity-Checks machen, um quasi einen ersten groben Einblick in meine Daten zu bekommen. Wenn ich das alles gemacht habe, ich habe mein Modell aufgebaut, das ist natürlich auch immer individuell zu den Daten zu betrachten. Ich habe jetzt hier einfach ein Star-Schema gewählt. Das ist für Gleek auch am besten. Wenn ich jetzt noch mehr Tiefen einbauen würde, würde das auch funktionieren. Allerdings ist dann immer darauf zu achten, mit welchen Datenmengen ich arbeite, vor allem in den tiefen Ebenen, weil dann natürlich in der Oberfläche jedes Mal die Verbindungen zwischen allen Datenebenen hergestellt wird, um zu prüfen, ob es Verbindungen gibt und ob diese für eine eventuelle Berechnung herangezogen werden müssen. Gut, genau. Ansonsten hierzu einfach mal, würde ich sagen, das reicht erstmal für den Anfang. Gehen wir mal in die Oberfläche. Die Oberfläche von Gleek ist relativ intuitiv, wie ich finde. Es ist einfach zu sagen, also es kommt immer darauf an, welches Lizenzmodell Sie haben, welche Lizenz Ihnen zugeordnet ist. Wenn Sie, so wie ich, jetzt die Möglichkeit haben, alles zu bearbeiten, dann gibt es hier oben die Möglichkeit, Arbeitsblatt bearbeiten, dann kann ich hier drauf schauen. Jetzt sehen Sie, dass links und rechts Kontextmenüs aufgegangen sind. Das heißt, auf der linken Seite bekomme ich dann die Möglichkeit, mir Felder anzugucken. Ich kann Masterelemente anlegen, das heißt, ich kann Masterdimensionen, Kennzahl, Visualisierungen definieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt aus meiner Sicht und auch sehr hilfreich, denn dadurch, dass ich diese Dimensionen, Kennzahlen, Visualisierungen definieren kann, kann ich Wahrheiten schaffen und vorgeben, die nachher dem Endbenutzer beim Self-Service-BI-Tool, und das ist ja quasi das Oberziel, dass wir die Endbenutzer dazu ermöglichen, selbstständig mit dem Tool zu arbeiten, was denen einfach Möglichkeiten und Werkzeuge an die Hand gibt, um sich in den Kennzahlen nicht zu vertun. Sprich, wenn ich eine Kennzahl Umsatz habe, dann definiere ich die hier und kann sagen, das ist die Kennzahl, die für den Umsatz gilt. Und wenn jemand den Umsatz anzeigen möchte, dann muss er diese Kennzahl nehmen. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, Diagramme auszuwählen. Es gibt einen Standardbausatz, der von Gleek bereits vorgegeben ist. Das ist auch wieder abhängig von der Lizenz, die Sie haben. Die hier sind immer vorhanden. Es gibt hier noch Erweiterungen, die von Gleek vorhanden sind. Und es gibt auch noch Unmengen an Erweiterungen, die man selbst quasi in Gleek einbinden kann. Das ist dann immer abhängig von dem, was man möchte, um quasi die Übersicht zu behalten. Es ist aber eigentlich so, dass es keine Grenzen gibt. Also alles, was Sie irgendwo schon mal gesehen haben, alles, was es gibt, man muss sich nur im Internet ein bisschen schlau machen. Es gibt eine Erweiterung, die man dazu finden kann und einbinden kann. Das ist relativ simpel. Datei runterladen, bei Erweiterung hochladen, in der Management-Konsole und
That's it. Gut, dann kommen wir zur Visualisierung. Wenn wir uns die Visualisierung angucken, ich klicke jetzt einfach mal auf irgendwas drauf, dann sehen Sie, auf der rechten Seite verändert sich das Kontextmenü. Wenn ich nirgendwo draufklicke, habe ich das Kontextmenü der Seite. Wenn ich auf einer Visualisierung bin, habe ich das Kontextmenü der Visualisierung. Hier kann ich die Daten bearbeiten oder einbinden. Hier gibt er mir auch schon immer hilfreiche Möglichkeiten vor, wie ich etwas einbinden kann. Also ich könnte hier eine Kennzahl einbinden oder machen wir es anders. Wir machen einfach mal eine leere Seite auf, dann zeige ich Ihnen mal, wie das funktioniert. Dann sehen Sie auch, dass das eigentlich nicht sehr schwer ist. Sagen wir einfach mal, wir wollen uns zum einen wie auf der ersten Seite den Umsatz angucken. Dann kann ich jetzt hingehen und sagen, ich nehme die Master-Kennzahl Umsatz, die ich hier schon habe, ziehe die hier rein, dann rechnet er ganz kurz und dann gehe ich den Umsatz quasi schon mal als Tabelle angezeigt. Ich könnte jetzt auch hier sagen, ich möchte nicht als Tabelle, sondern als KPI, dann ziehe ich das hier drüber, konvertieren, zack, habe ich eine KPI da stehen. Genauso, wenn ich ein Balkendiagramm einbinden möchte, ich ziehe das hier rein, dann fragt er mich automatisch, was für eine Dimension soll ich denn nutzen? Ja, dann kann ich jetzt hier sagen, wir nehmen einfach eine Zeitdimension, dann gibt es hier die Möglichkeit, in ein weiteres tieferes Kontextmenü zu springen, um diese Definition zu beschreiben und zu formulieren. Ich könnte auch hier, ähnlich wie es im Dateneditor machen kann, mit der klick-eigenen SQL-Sprache quasi Formeln hinterlegen, Funktionen hinterlegen, Aggregationen machen. Das ist auch hier möglich. Ich kann aber auch hier, also ich kann das hier tippen, wenn man möchte. Ich kann aber auch hier, wenn ich weiß oder nicht genau weiß, was ich möchte oder nicht genau weiß, wie das Feld heißt, kann ich auch sagen, ich suche mir hier eine Dimension raus, entweder aus allen Tabellen und ich suche in allen Tabellen oder ich suche mir eine Tabelle raus. Ich nehme jetzt hier mal den Kalender, den ich angelegt habe und sage, ich möchte eine Zeitdimension haben, weil ich mir jetzt den Umsatz über die Zeit anschauen möchte und dann kann ich hier raussuchen, was ich möchte. Nehmen wir mal Quarter Year, das fügen wir einfach ein. Dann sehen Sie, er macht auch schon eine Prüfung, sagt, ja, das kenne ich, das funktioniert auch als Dimension, kannst du so benutzen, alles klar. Ich kann ja noch weitere Funktionen, Formeln und Variablen hinterlegen und fest oder ziehen, das ist kein Problem. Ich habe auch durchaus die Möglichkeit, schon im Skript Funktionen, Variablen und so weiter zu erstellen und zu hinterlegen, die ich dann hier nur noch einbinden muss, um Sachen, die ständig wiederkehrend sind, quasi nicht jedes Mal wieder tippen zu müssen. Also auch die Möglichkeit habe ich hier. Kann ich auch die Kennzahlen direkt wieder benutzen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einmal die Kennzahl Umsatz geschrieben habe, kann ich die dann in einer anderen Kennzahl wieder benutzen? Ja, definitiv. Das funktioniert. Hier in der Oberfläche kann ich das auch so machen, dass ich jetzt hier sage, ich füge die Kennzahl ein und dann gibt er mir hier, das sehe ich hier oben, Kennzahlen. Das heißt, er bietet mir als erstes die Kennzahlen an, weil ich ja hier eine Kennzahl einfügen möchte. Das heißt, hier sehe ich erst alle Kennzahlen, die ich als Master-Kennzahl definiert habe. Und wenn ich weiter runter scroll, sehe ich aus einem Feld. Das heißt, hier könnte ich jetzt auch noch hingehen und sagen, ich möchte aus einem Feld heraus eine Kennzahl definieren. Wir könnten jetzt entweder hier die Umsatzkennzahl einmal auswählen oder selbst erstellen. Ich wähle sie jetzt aus, denn die Kennzahl für den Umsatz ist einfach nur die Summe des Umsatzes. Das ist relativ trivial. Das brauchen wir jetzt nicht extra nachskripten. Beziehungsweise wir könnten es auch einmal machen, um den Unterschied einmal darzulegen. Dafür würde ich jetzt hier wieder hingehen und würde sagen, okay, ich nehme alle Tabellen und möchte den Umsatz, suche ich hier nach dem Umsatz, dann finde ich das Feld Umsatz, kann das anklicken, einfügen. Jetzt möchte ich eine Aggregation, die tippe ich jetzt einfach, weil ich weiß, wie die Formel heißt, könnte ich mir natürlich aber auch raussuchen. Das heißt, ich tippe hier einen Sum, das wird vielen bekannt vorkommen als Summe, einmal Klammern drumherum, in die Mitte das Feld, funktioniert. Ganz kleiner Tipp am Rande, wenn Sie Felder haben, die Leerzeichen haben, Umlaute oder irgendwas, was nicht funktioniert, eckige Klammern und das Problem ist gelöst. Dann erkennt er das Ganze immer als zusammenhängende Beschreibung einer Variable und fertig. Das übernehme ich und wir sehen, es hat genau den gleichen Effekt. Ich habe einmal mit der Master-Kennzahl gearbeitet und einmal die Kennzahl nachgebaut. Meine Variante oder mein Vorschlag ist immer, wenn es geht, mit Master-Kennzahlen arbeiten, einfach nur um Verwirrungen und quasi unterschiedliche Darstellungen von Kennzahlen zu vermeiden. Genau. So können Sie sich im Prinzip ein Dashboard aufbauen. Das ist relativ simpel. Wie gesagt, man nimmt sich hier was, zieht sich das hier rein, ob es ein Kreisdiagramm ist oder vielleicht auch ein Messzeiger oder ein Baumdiagramm. Das ist relativ egal. Sie ziehen das immer rein. Man kann das hier an der Größe anpassen. Das ist alles flexibel.
Es gibt unzählige Möglichkeiten, was die Darstellung angeht. Das heißt, ich kann sowohl die Seite anpassen. Jetzt, wenn ich hier auf die freie Fläche klicke, bin ich wieder im Kontextmenü der Seite. Das heißt, ich kann auch hier sagen, wie möchte ich denn mein Gitternetz ausgerichtet haben, an dem sich dann die Visualisierungen ausrichten lassen. Ich kann Beschreibungen hinzupacken, ich kann Abstände hinzupacken, ich kann Layouts auswählen. Also da gibt es quasi nur wenig Grenzen, die einem gegeben sind. Da sind auch die Möglichkeiten zu umfangreich, da muss ich einfach mal durchklicken oder auch in die Community schauen. Großer Tipp von mir, man muss nicht alles können, man muss nur wissen, wie man es googelt. Und die Click-Community ist tatsächlich vor allem in den letzten Jahren extrem gewachsen. Es gibt super schnelle Antworten und man findet eigentlich auch fast jedes Problem, zumindest geht es mir meistens so, was ich habe. Die Probleme hatte irgendjemand anders schon und die Lösung gibt es meistens schon. Man muss nur danach suchen. Genau. Was für die Seiten geht, geht natürlich auch für Kennzahlen. Das heißt, wenn ich die Seite hier anpassen kann im Layout, kann ich das natürlich für eine Kennzahl auch. Das heißt, ich gehe in eine Kennzahl, in eine Visualisierung und kann auch hier die Darstellung verändern. Es gibt hier noch die Möglichkeit zu sortieren, wenn ich jetzt verschiedene Kennzahlen habe und sage, ich möchte es vielleicht nicht nach der Zeit differenzieren, sondern ich möchte nach Umsatz differenzieren, dann kann ich auch hier quasi die Reihenfolge ändern. Dann sehen wir jetzt, dass er jetzt nach Umsatz die Reihenfolge macht und nicht mehr nach der Zeit, aber wir wollten uns ja einen zeitlichen Verlauf anschauen. Gut. Zur Darstellung von Visualisierung gibt es auch hier extrem viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte das nicht vertikal, sondern ich möchte das horizontal haben oder gestapelt. Das ist alles möglich. Hier ist es auch abhängig von der Visualisierung, die ich habe, was mir angeboten wird. Ich kann Farben definieren, ich kann Designs definieren und einbinden, das ist alles gar kein Problem. Ich bin immer ein Freund davon, wenn ich zum Beispiel die Beschriftungen aus den Visualisierungen nehme, weil die oft in der Überschrift schon vorhanden sind. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist fast alles möglich. Manches ist nicht trivial zu erklären. Also wenn ich zum Beispiel ein spezielles Farbschema hinterlegen möchte, dann muss ich mit RGB-Codes arbeiten. Aber auch dafür einfach googeln, gibt es oft schon ganze Frameworks, die fertig sind, die ich mir nur reinladen muss und dann funktioniert das. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube die ganze Zeit, wie bin ich in der Zeit? Gut. Ganz gut. Schön. Gibt es denn bis hierhin Fragen? Ich würde gleich mal fragen, wenn wir jetzt unser Dashboard schon aufgebaut haben, du hast ja sicherlich schon ein fertiges Dashboard. Genau, wir können einfach mal hier vorspringen. Ich habe hier mal drei Übersichten gebaut. Einmal eine grobe Übersicht, dann einmal eine Detailsicht und einmal eine Sicht fürs aktuelle Jahr. Wenn wir jetzt in die Übersicht springen, das sehen wir jetzt hier, ich mache mal die Bearbeitung aus, dass wir uns das Dashboard einfach nur anschauen. Da sehen wir hier, ich habe einfach ein paar Kennzahlen reingezogen, verschiedene Visualisierungen. Ich sehe hier oben Filter, die gesetzt sind, das ist my bad noch von mir vorher, als ich vorher ein bisschen rumgeklickt habe, das nehmen wir mal raus. So, jetzt sehen wir auch alle Daten. Wie man sieht, die Kennzahlen und Visualisierungen passen sich automatisch allen Filtern an. Vielleicht wichtig zu wissen, Filter in ClickSense gelten immer für alle Seiten, außer ich definiere das im Vorfeld in einer Visualisierung oder für eine Seite, dass diese hier nicht gelten sollen. Prinzipiell, grundlegend gelten aber immer alle Filter für alle Seiten, werden übernommen. Sprich, wenn wir jetzt hier einen Filter setzen würden, ich gehe jetzt mal hier auf die Region Zentral, dann sehen wir auch hier, ich habe hier eine Hierarchie hinterlegt. In der Region Zentral sind quasi verschiedene Länder hinterlegt und durch diese Hierarchiestufen drillt er jetzt quasi nach unten. Ich sehe hier oben den Filter Zentral. Wenn ich jetzt aus der Übersicht in eine andere Seite springe, zum Beispiel in die Detailsicht, habe ich auch hier den Filter Zentral immer noch angewandt. Das ist aus meiner Sicht wichtig zu wissen. Das hat sehr viele Vorteile, gerade wenn ich meine Daten verstehen möchte und ein bestimmtes Problem mir genauer angucken möchte und sage, jetzt gucke ich mir die Region Zentral an und möchte hier einfach tiefer gehen, ist das relativ komfortabel. Allerdings, wenn ich das nicht möchte für bestimmte Visualisierungen oder Seiten, dann kann ich das auch ausschalten. Zum Verständnis gibt es ähnlich wie in Power BI auch eigentlich zwei Sprachen. Es gibt einmal die Sprache, die wir uns hier im Dynamo-Editor angeschaut haben, wo ich quasi skripten kann. Das ist die eine Sprache und die andere Sprache ist die sogenannte Set Analysis, die ich quasi in jede Visualisierung, in jede Kennzahl mit einbauen kann, um Parameter zu definieren für genau diese Visualisierung oder diese Kennzahl. Die Set Analysis ist nur in der Oberfläche verfügbar. Ist nur in der Oberfläche verfügbar, sagen wir es so, und sollte auch hauptsächlich da verwendet werden. Der
SQL-Dialekt, den Click selbst mitbringt, ist sowohl im Unterbau als auch in der Oberfläche verfügbar. Die Kombination aus beidem ist für mich mit ein Hauptgrund, wieso die Visualisierung in Click so einfach und so wunderbar funktioniert, denn dadurch ist mir quasi fast keine Grenze gesetzt, um das zu erreichen, was ich möchte. Genau, das vielleicht zu dem. Jetzt weiß ich nicht, Michael, hast du noch Fragen zu Click oder sollen wir erst zu Power BI gehen, bevor wir dann... Ist das jetzt so zu sagen, auch das, was der Endnutzer sehen möchte? Genau. Was er sehen möchte, ist ja immer die Frage, das möchte man hier darstellen. Ich habe jetzt hier gesagt, das ist das, was mein Endnutzer sehen möchte, weil ich gesagt habe, das ist vielleicht ein gewisses Management-Level, was ich dann hier erstmal im Überblick etwas anschauen möchte. Wie läuft mein Gewinn über die Zeit in den verschiedenen Kategorien oder in den verschiedenen Segmenten aufgeteilt nach Region. Und dann habe ich gesagt, dann gibt es noch eine Detailsicht und dann eine Übersicht über das aktuelle Jahr, wo ich dann quasi immer einen Vergleich zum Vorjahr ziehe. Natürlich ist es immer die Frage, wer mein Adressat ist, was ich dann am Dashboard aufbaue. Man kann hier auch Karten einbinden, man kann hier ganz wunderbare Finance-Berichte aufbauen für Profit-Loss, man kann Abläufe darstellen, das ist alles gar kein Problem. Da muss man natürlich immer schauen, wer ist denn mein Kunde. Es gibt eine Frage im Chat, nämlich ob Hierarchien und Drilldowns ähnlich wie in Power BI möglich sind. Also tatsächlich, jein. Es sind Drilldowns möglich, allerdings nur, das ist leider sehr schade aus meiner Sicht, denn ich finde die Drilldown-Möglichkeit in Power BI sehr gut, bezogen auf eine Oberkategorie. Das heißt, wenn wir uns, zeige Ihnen einmal kurz die Hierarchie, die Dimension, die wir angelegt haben, das ist die Regionshierarchie. Wenn wir uns die anschauen, dann sehen wir hier, dass die Region, dann das Land, dann das Bundesland und dann die Stadt hinterlegt sind. Das heißt, ich kann hier nur nach unten drillen in die Länder, wenn ich innerhalb einer Region bin. Ich kann nicht sagen, ich nehme jetzt zwei Regionen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mir alle Länder von Zentral und Nord angucken, das geht leider nicht. Wenn ich die beiden auswähle, dann selektiert er nur die beiden auf diese Ebene und geht aber nicht in den Drilldown. Das kann ich hier quasi nicht machen. Mhm. Das geht in Power BI, das weiß ich, das finde ich auch super schön, geht hier leider nicht. Aber wer weiß, die Click entwickelt kontinuierlich weiter. Also da auch ein Lob von meiner Seite, was sie in den letzten Jahren so getan hat. Als ich mit Click Sense angefangen habe, da war das noch nicht mehr so alt. Das kam 2014. Ich habe 2016 das erste Mal mit Click Sense gearbeitet. Da waren die Funktionalitäten noch, sagen wir, deutlich geringer als heute. Also deutlich, deutlich geringer. Und die Möglichkeiten, die dazukommen, sind immer besser. Du kennst ja jetzt beide Tools so ein bisschen. Was würdest du sagen, ist so das Feature von Click, was du am meisten in Power BI vermisst? Dieses eine Feature, boah, das ist jetzt schwierig. Nein, vielleicht ist es einer oder so eine Kombination. Also wo denkst du, wenn du mit Power BI arbeitest, das vermisse ich, weil das habe ich in Click, also das habe ich in Power BI nicht direkt so. Also ich finde tatsächlich die Möglichkeit oder die Einfachheit, wie ich hier mit dem Click SQL Statement und Set Analysis Parameter aufsetzen kann, einfacher. Als es in Power BI ist. Das kann aber auch eine subjektive Wahrnehmung sein, weil ich das zuerst gelernt habe. Oh, yeah. Und was ich hier auch immer schön finde, ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte einfach mehrere Sachen auswählen, dann kann ich hier draufklicken und fertig. Das fällt mir im Power BI Desktop, da finde ich das relativ schwierig. In der Web-Version funktioniert es relativ gut, aber in der Desktop-Version fehlt es mir noch. Und das ist gerade, wenn ich am Entwickeln von etwas bin, wo ich oft ja auf, ich sag mal, dem reduzierten Datensatz arbeite, um schnell voranzukommen und auch schnell Insights zu generieren, finde ich es hier durchaus einfacher als in Power BI. Mhm. Also was die Oberfläche angeht. Ich könnte jetzt ja überhaupt sagen, das ist ja auch nur der Desktop, der zum Erstellen der Reports da ist. Von daher ist das da ja überhaupt nicht gewünscht. Also, aber okay. So. Das ist eine Frage der Einstellung. Ich sage ja, das ist genau da, fehlt mir das, weil ich ja eben da entwickle und erstelle. Und wenn ein Report mal steht, dann ist mir die Flexibilität nachher gar nicht mehr so wichtig, weil ich dann meistens eh auf die gleichen 5 Kennzahlen gucke und genau die gleichen 10 Varianten meiner Abfrage mir angucke. Und beim Entwickeln weiß ich das noch gar nicht. Da brauche ich diese Flexibilität. Aber ansonsten, aus meiner Sicht, sind beide super Tools. Also ich will kein Tool schlecht reden oder so. Es sind beide super Tools. Das ist nur etwas, was mir beim Entwickeln so ein bisschen
einfach hier besser gefällt. Obwohl beides Vorteile. Also es gibt auch Vorteile, wie zum Beispiel den Drilldown in Power BI, den ich hier total vermisse. Mhm. Gut, dann hättest du noch was, sonst würde ich jetzt mal übernehmen. Und ja, uns mach du was, sonst rede am Ende nur ich. Das glaube ich nicht. Das kriege ich schon hin. So, dann teile ich doch mal meinen Bildschirm. So. Und ich habe mir jetzt natürlich dasselbe Beispiel einmal genommen. Wir haben dieselben Zahlen. Man sieht, es sind dieselben. Das ist der Superstore von, wie schon gesagt, von Tableau. Und wir sind jetzt hier im Power BI Desktop. Das ist sozusagen unser Tool, was wir nutzen, um unsere Reports zu erstellen. Und wie im Klick gerade gesehen, fangen wir auch an mit der Datenanbindung. Das macht man in Power Query. Ich kann jetzt hier hingehen auf Daten transformieren und bekomme jetzt sozusagen mein, ja, ich nenne es immer das Backend oder ETL Lite von Power BI. Und zwar sehe ich hier meine einzelnen ja, Tabellen, die ich mir einmal aus meiner Rohdatenquelle, das ist hier in dem Fall eine Excel, zusammengeschnitten habe. Wir sehen hier rechts immer auch so angewendete Schritte. Und wir sehen einmal, wir nehmen eine Datenquelle und arbeiten die dann auf. Und ähnlich wie in Click habe ich, wenn ich jetzt hier auf Quellen gehe, habe ich die Möglichkeit, verschiedenste Sachen anzubinden. Also wir sehen schon, hier gibt es alles Mögliche von Azure über, ja, über Salesforce, über Dynamics, bis hin zu SAP, bis hin zu verschiedensten Datenquellen. Und das werden auch immer mehr. Und ich kann natürlich auch immer hingehen über ODBC. Oh, so. Na, lerne ich ODBC, hier auch noch andere Sachen anbinden. Also verschiedenste Sachen, die ich nutzen kann, um meine Daten hier einmal zusammenzufügen, zu meshen. Und ich kann hier Parameter nutzen, um meine, ja, zu sagen, wo das Ganze herkommt. Und ich sehe hier rechts immer meine angewendeten Schritte. Hab natürlich tausende verschiedene Sachen, die ich mit den Sachen machen kann. Es gibt momentan 800 Funktionen in M etwa, die ich anwenden kann. Was ist jetzt dieses M, was ich gerade angesprochen habe? M ist im Hintergrund die Sprache, in der sozusagen dieses Mashup gemacht wird. Wenn ich jetzt hier mal hingehe und sage, erweiterter Editor, dann sehe ich hier hinten sozusagen einmal der M-Code, der im Hintergrund durch meine GUI erschaffen wird. Und letztendlich habe ich hier verschiedene Tabellen erzeugt und wir sehen hier oben, kann man einstellen, auch immer so eine Qualität bzw. eine Verteilung. Wo habe ich Schlüsselelemente, wo habe ich eher kategoriale Sachen. Also ich habe verschiedenste Möglichkeiten, die Daten aufzubereiten. Ich kann mich direkt gegen ein Datamart in der Datenbank verbinden. Oder ich kann aber auch sagen, okay, ich habe zum Beispiel eine sehr unsaubere Excel-Tabelle. Ich baue mir das Ganze anhand von eigenen Bereinigungen auf. Je nachdem, wie die Quellen sind. Also am besten muss man das gar nicht machen, weil alle Daten sehr zentral, sehr schön bereitgestellt werden aus dem Data Warehouse. So, das ist die reine Power BI Desktop-Welt. Man kann das Ganze jetzt auch noch ein bisschen ausweiten, wenn man das Ganze in den Power BI Service hebt. Da gibt es nämlich die sogenannten Power BI Flows, Data Flows. Und hier kann ich das Ganze einmal, das ist dieselbe Sprache, also wenn ich jetzt hier hingehe, ist das dieselbe M-Sprache, dasselbe M-Skript, wenn ich hier auf Eigenschaften gehe, erweiterter Editor meine ich natürlich, sehe ich hier denselben Editor, dieselbe Sprache und ich kann hier auch vom Desktop hierhin das Ganze exportieren per Copy-Paste. Und wenn ich jetzt hier mal drauf gehe auf mein Modell, das ist jetzt eins, was nicht durchgeladen ist, sehe ich hier auch meine Schritte. Also das wird auch die neue Version von Power BI wird irgendwann diesen Ansicht haben, dass man sieht quasi, welche Schritte werden wie durchgeführt, dass man sieht, welche Schritte werden auch in dem Service hier transformiert, welche Schritte werden zurückgespielt an die Datenbank und per Query Folding optimiert. Also hier habe ich dann so auch nochmal so eine optische Analyse und sehe vor allen Dingen auch, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Nativ. So. Wenn ich das Ganze mir einmal hier in Power BI Desktop, also in Power Query anschaue, kann ich unter Ansicht das Ganze mir natürlich auch anschauen, unter Abfrageabhängigkeiten, nicht ganz so schick, aber hier sehe ich halt auch, welche Abfragen wie miteinander, ich mache es mal ein bisschen größer, sonst sieht man hier glaube ich gar nichts, welche Abfragen wie miteinander zusammenhängen. So, jetzt haben wir hier einmal die Daten aufbereitet, die Daten ja strukturiert, uns in ein, hier sehen wir schon so ein bisschen in die Richtung Star-Schema, weil verschiedene Dimensionen und letztendlich meine Aufträge als meine Fakten, als meine Bewegungsdaten einmal quasi analysiert. Wenn ich das dann gemacht habe, lade ich das Ganze in mein Power BI Desktop hinein und komme hin
Wir kommen jetzt zum Modell. Und jetzt sehen wir ähnlich, wie wir es gerade gesehen haben, ja, ein Starschema. Wir haben in der Mitte die Aufträge und ringsherum haben wir unsere verschiedenen Dimensionen. Immer vor unseren einzelnen Spalten haben wir auch so einen kleinen Indikator, was ist denn eigentlich in der Spalte drin. Einmal sehen wir hier zum Beispiel für Datums, kann man so dieses Datumszeichen sehen. Eigentlich zeigt mir das schon, dass ich es gar nicht ganz sauber modelliert habe, weil eigentlich sollte das immer nur aus der Datumstabelle kommen. Gut. Und diese kleinen Summzeichen zeigen mir, dass ich das Ganze summieren, Durchschnitte bilden kann, also dass es Zahlen sind und dass ich darauf dann später meine Kennzahlen, meine DAX-Measures bauen kann. Und wir haben gleich auch noch hier diese Integration 1 zu Sternchen, das heißt letztendlich ein Produkt kann n-mal verkauft werden. Also eine klassische 1 zu n-Beziehung, wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich auch, was miteinander verknüpft ist. Ich sehe die Kardinalität und ich sehe, in welche Richtung gefiltert wird. Das kann ich auch einstellen. Die sauberste Möglichkeit ist immer, dass ich von meiner Dimension, also von meinen Produkten auf meine Aufträge filtere, genauso von meinem Datum auf meine Aufträge. Jetzt ist beim Datum hier noch ein bisschen was Spezielles. Ich habe hier zwei Datumsverbindungen. Wieso? Naja, die eine geht auf Bestelldatum und die andere geht, geht auf Versanddatum. Damit ist das Datum sozusagen eine Role-Playing Dimension und je nachdem, was ich mir anschaue, was ich wie in meiner Measure, in meinen Measures später anspreche, geht das Datum in zwei unterschiedliche Richtungen. So. Jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, die einzelnen Dinge einzustellen, zu sagen, wie sollen sie aussehen. Wichtig daran ist, dieses baue ich quasi, dieses Datenmodell baue ich für ein Dataset. Dieses Dataset, was wir hier erstellt haben, können wir später wieder benutzen in anderen Reports. Wir können dieses Dataset später kombinieren mit anderen Datasets über ein sogenanntes Composite Model. Das ist relativ neu, da werde ich nicht ganz so in die Tiefe drauf gehen, aber nur, dass man schon mal gehört hat. Und wir sehen hier oben, wenn ich jetzt hier mal drauf gehe, wir können unsere Kennzahlen dann auch noch in solchen Ordnern quasi organisieren. Und wir sehen hier ganz viele Sachen, die ausgeblendet sind. Wieso sind die ausgeblendet? Naja, wenn wir später jemanden enablen wollen, dass er damit umgeht, dann muss er halt nicht alles sehen, sondern nur das, was für ihn wichtig ist. Deswegen sind hier ganz viele Sachen, die als Grundlage für Kennzahlen zum Beispiel dienen, hier nicht zu sehen. Gehen wir mal in unseren Report rein, dann kann ich ganz einfach mal zeigen, wie das aussieht. Hier haben wir wieder unsere selben Tabellen, alles schön strukturiert. Und wir sehen jetzt hier die ganzen Sachen, die wir vorher hier noch mit ausgeblendet haben, sehen wir natürlich hier nicht. Und wir können das Ganze jetzt sozusagen hier einmal sauber nehmen, kann sich ein Naming Convention ausdenken. Ich habe jetzt mal gesagt, okay, Euro immer, wenn sich um Euro handelt und dieses Raute immer, wenn sich was um eine Zahl handelt. Und ich kann jetzt hingehen und sagen, naja, ich kann mit diesen Sachen relativ einfach arbeiten. Und ähnlich wie wir es im Klick gesehen haben, kann man jetzt sagen, okay, ich nehme hier mal den Gewinn und ziehe den mal in die Mitte. So, und schon habe ich sozusagen einmal meinen Gewinn. So, und kann jetzt sagen, okay, ich möchte den Gewinn jetzt gar nicht so als Balken, sondern ich möchte den eher hier als eine große Zahl so dargestellt haben. Ja, so, machen wir mal ein bisschen kleiner. Wir sehen hier im Hintergrund ist auch das Ganze ein bisschen so schon strukturiert. Und jetzt haben wir eine Sache und jetzt können wir sagen, okay, ich möchte nicht nur gewinnen, ich möchte auch den Umsatz. Kann ich mir den Umsatz hier auch noch reinziehen. Sage, das Ganze ist jetzt hier auch eine schöne Zahl, habe jetzt hier die Zahl für den Umsatz. Und jetzt wird es spannend, weil wenn ich jetzt hier zwei Sachen habe, sehe ich diese roten Führungslinien. Power BI hat so ein bisschen, die haben wahrscheinlich mit den Jungs von PowerPoint geredet und dadurch hat man so ein bisschen die Annehmlichkeiten, die man kennt. Was kann diese Annehmlichkeit noch sein? Naja, ich gehe jetzt hier hin, den Rabatt kann ich ja auch noch reinziehen. Und jetzt haben wir hier Umsatz, Rabatt, was könnte man jetzt noch machen? Man könnte jetzt auch noch sagen, den Umsatz ohne Rabatt, dann hat man noch eine Kennzahl. Sagen wir mal den Umsatz ohne Rabatt hier noch daneben. Jetzt sehen wir aber auch schon, das Ganze wird ein bisschen groß und die Zahlen sind ein bisschen groß. Das könnte ich natürlich von vornherein in mein Schema mitgeben, dass das einfach kleiner ist. Wenn ich jetzt aber auch hier hingehe und sage Datenbeschriftung, dann machen wir hier mal eine 24 draus. Und jetzt möchte ich sagen, okay, das hier überall auch machen. Dann könnte ich einfach hier draufklicken und das springt immer in dasselbe. Oder ich habe hier oben auch dieses tolle Format übertragen und kann einfach, wenn ich das einmal formatiert habe, dann diese Formate übertragen. So. Dann können wir das hier so uns anordnen. So, und das Schöne ist, jetzt habe ich hier schon mal meine Kennzahlen. Und jetzt kann ich auch genauso wie ich diese Kennzahlen, kann ich auch verschiedenste andere Sachen aufbauen. Und wir hatten gerade das Thema mit den Hierarchien. Ich zeige mal, wie man hier zum Beispiel eine Hierarchie aufbauen kann oder nutzen kann. Ich gehe einfach mal hier auf, ja,
ein schönes Diagramm. Wir sehen hier auch verschiedenste Visualisierungsmöglichkeiten. Und über diese drei Punkte kann man sich auch noch wesentlich mehr aus dem Power BI Marketplace hineinladen. Das sind ungefähr mittlerweile 250. Man kann diese Visualisierung auch selber programmieren. Muss man halt schauen, was man da braucht, was man darstellen möchte. Mit vielen Sachen kommt man hier auch aus. Oft kann man dann auch sagen, okay, es gibt ein paar Standardvisualisierungen für einige verschiedene Standardthemen. So, jetzt ziehe ich mir hier mal den Gewinn rein. Jetzt habe ich schon mal den Gewinn und sage, okay, den Gewinn möchte ich jetzt zum Beispiel mal nach Datum. Und automatisch, weil es ein Datum ist, sehe ich hier oben meine Drillpfeile, da hier eine Hierarchie hinterlegt. Und jetzt kann ich was Spannendes machen. Wenn ich jetzt hier sage, naja, ich möchte mir dann irgendwann aber auch noch anzeigen lassen, zum Beispiel das Segment vom Kunden. Jetzt kann ich das hier so ein bisschen sortieren. Und wenn ich jetzt hier mal durchdrille, einfach hier das aktiviert, schaue ich mir mal an 2020. Viertes Quartal, Dezember. Oh, hier haben wir einen sehr starken Tag. Und jetzt habe ich hier quasi diese Filter durchgereicht. Und jetzt sehe ich quasi für den Tag genau, welche Segmente stark waren. Und jetzt, was ein bisschen schwierig manchmal ist, man sieht gar nicht mehr, welche Filter hier drauf sind. Und dafür muss man dann hier drüber hovern und sieht jetzt quasi, was gilt. Nämlich, dass wir im Jahr 2020 im vierten Quarter im Dezember am 18. sind. Also hier habe ich dann sozusagen einmal so eine Custom-Hierarchie angelegt. Das kann man natürlich auch noch ein bisschen anders machen. Ich brauche jetzt hier nicht diese Hierarchie hier so haben direkt, sondern ich kann auch Folgendes machen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal für meine Standorte interessiere, nehme ich hier einfach mal diese Regionshierarchie und habe dann die hier so drin und kann dann sagen, okay, einmal das Ganze so und hingehen und sagen, hier möchte ich zum Beispiel auch meinen Gewinn. Jetzt sehe ich das Ganze hier nach Gewinn und jetzt wird es spannend, weil jetzt kann ich einfach hingehen und sagen, okay, jetzt klicke ich hier auf Zentral und sehe jetzt hier sozusagen, wie das Ganze gehighlightet wird. Ich muss das aber nicht highlighten, ich kann das auch anders darstellen. Unter Format habe ich hier die Möglichkeit auch noch zu sagen, die Interaktionen sind eine andere. Also hier nicht highlighten, sondern filtern. Und wenn ich jetzt das Ganze hier filtere, dann filtert es das Ganze einmal auch nach unten. So. Jetzt haben wir hier schon zwei Dimensionen und jetzt könnte man sagen, naja, wir haben noch ein bisschen Platz, können wir uns auch noch mal die Produkte anschauen. Sagen wir mal hier die Kategorie noch rein, das Produkt, den Produktnamen oder die Unterkategorie einfach mal hier so hier reingezogen. Und wir sehen jetzt automatisch hier quasi, baut er uns eine Tabelle auf. Wir könnten jetzt auch hingehen und diese Tabelle noch versehen mit den Kundenanzahl oder wir bleiben jetzt mal beim Gewinn. Und was ganz spannend ist, wer es aus Excel kennt, der kann hier auch dann in dieser Tabelle zum Beispiel sagen, bedingte Formatierung für den Gewinn und sagen, okay, ich möchte zum Beispiel die Hintergrundfarbe einfärben, ich möchte Datenbalken haben und je nachdem, was man dann hat, sieht man hier schöne Datenbalken, könnte auch mehrere Sachen einziehen. Also ich kann relativ viel mit den Tabellen machen, ich kann relativ viel bedingte Formatierung machen, also man kann sich sehr verkünsteln mit Tabellen, je nachdem, wie man das Ganze braucht. Ich mache jetzt mal hier keine Tabelle, sondern mal eine etwas andere Visualisierung, eine Tree Map. Und sehe jetzt hier zum Beispiel in der Tree Map das Ganze mal in den verschiedenen Sachen dargestellt, was jetzt hier natürlich so nicht so viel Sinn macht. Machen wir es mal so und sagen, okay, ich füge hier mal noch eine Datenbeschriftung hinzu und jetzt habe ich hier zum Beispiel unten das Ganze einmal noch drin. Jetzt sieht man aber auch schon, wenn man das so einfach nebeneinander anordnet in so einem Dashboard, da hat man nicht so viel Struktur. Wie kriege ich jetzt relativ schnell eine schöne Struktur rein? Naja, ich gehe einfach hier auf die Seite und sage, ich möchte hier Seitenhintergrund einlegen. So. Und sage einfach, ich nehme hier so mal ein leichtes Grau als Seitenhintergrund. Auch klassisch hier, dass ich sage, okay, und jetzt kann ich hingehen und mir das Ganze so ein bisschen strukturieren. So, alles hier relativ einfach, da ich immer diese Führungslinien habe. Ich kann das natürlich auch relativ pixel-perfect anrichten, indem ich einfach hingehe und die Einzelabstände sozusagen dann eintrage. Und jetzt haben wir hier relativ einfach mal unser erstes kleines Power BI Dashboard gebaut. Es gibt jetzt noch ein paar Features, die man auch nutzen kann, die ganz spannend sind, die Microsoft immer mehr bewirbt und wo Microsoft auch immer mehr hingeht und sagt, ja, das ist die Zukunft. Zum Beispiel dieses Thema Q&A. Ich kann jetzt auch an meine Daten Fragen stellen. Wenn ich jetzt hier doppelklicke, dann kommt so eine Q&A-Session und ich kann jetzt einfach an meine Daten quasi Fragen stellen und ich kann sagen, okay, Top Semeng by Average Rabatt. Ich könnte das jetzt hier auch eingeben. Und wenn ich das jetzt hier quasi die Frage stelle,
dann zeigt es mir sozusagen die Top-Segmente nach Rabatt an. Und wenn ich jetzt sage, okay, das möchte ich jetzt hier auch noch konvertieren in eine normale Grafik, dann klicke ich auf den Haken und jetzt kann ich hier genauso alle anderen Sachen nach diesen Segmenten einführen. So, so schnell kann man quasi in Power BI etwas erstellen, kann man quasi ein Dashboard erstellen. Ich habe das natürlich jetzt hier schon mal für andere Sachen auch gemacht, so quasi mit einer Führung. Wir sehen hier wieder ähnliche Kennzahlen, etwas besser formatierte Tabelle und hier drüben auch so eine Navigationsleiste, über die ich dann in diese einzelnen Sachen abspringen kann. Ich gehe jetzt einfach mal hier zum Beispiel, jetzt muss ich hier, weil ich nicht im Service bin, einmal im Entwicklungsmodus hier auf springen und jetzt filtert es mir das Ganze zum Beispiel hier, das sind so klassische IBCS-Charts, einmal so eine Abweichungsanalyse. Kann jetzt hier noch einstellen, welches Jahr ich möchte. So. Kann genauso aber auch sehr gut. Ein bisschen. Sehr gut. Ich bremse jetzt ein bisschen, dass wir nachher noch mit der Zeit hinkommen und auch noch Zeit haben, uns über andere Themen zu unterhalten. Dann zeige ich noch, wie ich das Ganze jetzt veröffentlichen kann. Ich kann jetzt hier sagen, okay, ich gehe einmal auf Veröffentlichen. Hier übrigens eine meiner Lieblingsvisuals, der sogenannte Decomposition Tree, wo ich mir so die Sachen sozusagen aufsplitten kann. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, splittet es mir alles auf und filtert mir alles ein nach genau dem hier. Und hier kann ich also auch noch so eine Vis-in-Vis-Grafik drüberlegen, so Tooltip, und sehe jetzt hier die Top 5 Produkte. So, jetzt ist das Ganze, jetzt kann ich das Ganze hier einmal veröffentlichen. Jetzt tun wir mal so, als hätte ich das Ganze schon veröffentlicht. Dann kommen wir nämlich hier auf unseren, auf dasselbe wieder. Wir können jetzt hier das Ganze einmal so benutzen. So. Und dieses hier, das ist jetzt der Power BI Service, in dem wir das sozusagen dem Endnutzer zur Verfügung stellen. Jetzt gibt es ein paar coole Sachen. Ich kann das einbinden, zum Beispiel auch in Teams. Ich kann es einbinden, zum Beispiel auch in Webseiten, je nachdem, wie ich meinem Endnutzer das Ganze zur Verfügung stellen möchte. Ich kann Apps erstellen, ich kann Berichte nutzen. Also da muss man dann schauen, wie man das Ganze quasi jemanden bereitstellen möchte. Und sehr, sehr cool, ich kann dann hier auch hingehen und sagen, naja, ich habe hier ein Dataset im Hintergrund und ich kann dieses Dataset, wenn man möchte, hier in Excel analysieren. Also man kann seinen Kollegen dann auch sagen, okay, ihr könnt das Ganze auch in einer klassischen Pivot-Tabelle letztendlich analysieren. Ich öffne gerade diese Excel und wir sehen hier einmal das Ganze als Pivot-Tabelle, Inhalt aktivieren und hier habe ich dann sozusagen einmal dasselbe, was wir gerade gesehen haben, kann ich mein KPI nehmen, kann wieder sagen Gewinn, ziehe mir das hier einfach so mal rein in die Werte und sehe, das ist exakt derselbe Wert, wie ich gerade gesehen habe und kann hier ganz normal, wie ich es gewohnt bin, mit einer Pivot-Tabelle zum Beispiel einfach dagegen arbeiten. Also ich habe hier jetzt auch den Rückschluss, dass ich sozusagen die Daten hier mir auch nochmal in dieser Form anschauen kann. Und letztendlich dieses Datenset, was wir jetzt hier aufgebaut haben, kann ich dann auch wieder hingehen und kann sagen, okay, ich möchte hier ein Power BI Dataset zum Beispiel anbinden und kann mich gegen dieses Datenset wieder verbinden und andere Leute können dieses Datenset reusen und quasi, ich habe einen zentralen Ort, wo meine Daten liegen. Ja, also das war meine ganz, ganz schnelle Einführung, was man so ein bisschen mit Power BI machen kann. Gibt noch ganz viele mehr Themen. Ja. Ich glaube, wir haben uns mit einer Stunde fast ein bisschen selbst die Zeit genommen, wa? Das ist immer das Problem, aber das macht ja nichts. Gut. Du wolltest gerade noch Fragen stellen. Genau, mit dem Blick auf die Uhr. Es gibt eine Frage im Chat, die ich vielleicht zuerst stellen würde, dann hätte ich noch eine. Und zwar ist die Frage, in ClickSense kann man pauschal sagen, rechenintensive Operationen, die Aggregationen sollten möglichst im Skript erfolgen und nicht in der Oberfläche. Das ist eine Aussage. Und die Frage ist jetzt, gilt das Gleiche für Power BI? Also sollte ich die Abfragen in Power BI vor allem bei großen Datenmengen eher in Power Query machen, also über die Daten transformieren, wie du es vorher gezeigt hast, oder eher in der Oberfläche? Es kommt ein bisschen darauf an, was es für eine Operation ist, was ich denn machen möchte. So alles, was mit Prozenten oder Anteilen zu tun hat, kann ich ja erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt machen, nämlich dann hier in DAX. Also was ist DAX? DAX ist letztendlich das, was hier dahinter steht. Zum Beispiel, wenn ich hier berechne den Gewinnshare, dann mache ich das in DAX. Es kommt halt tatsächlich darauf an, wo ich die ganzen Sachen berechnen muss, beziehungsweise was ich berechne. Also nach Möglichkeit alles, was so wirklich dann Anteile, Veränderungen sind, berechne ich immer in DAX. Wenn ich das Ganze eher kategorial sehe, dann mache ich es eher in Power Query und gebe dem sozusagen auf Zeilenebene
eine neue Kategorie. Also die meisten Rechenoperationen sollten in DAX stattfinden. Jetzt geht es die Frage mit den Aggregationen. Es gibt die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Modi zu fahren, nämlich einmal den Direct Query und einmal den Import Mode. Und was ist der Unterschied? Naja, wenn ich in Direct Query gehe, wie der Name schon sagt, frage ich direkt die Datenquelle an. Dann leverage ich sozusagen alles über eine SQL-Abfrage an der Quelle und gehe dann erst mit DAX hin und baue mir meine Measure. Der andere Modus ist Import, das heißt, ich importiere mir meine Daten und erzeuge im Hintergrund von Power BI ein SSAS-Tabular-Modell, was sozusagen dann meine analytische Plattform ist. Da, und ich kann jetzt neuerdings oder schon länger die beiden Modelle auch verknüpfen, dass ich sage, bis zu einer gewissen Granularität importiere ich das Ganze. Und wenn ich eine Granularität von Daten überschreite, dann greife ich auf eine Direct Query gegen die Datenquelle zurück. Das ist gerade spannend, wenn man sagt, okay, man hat zum Beispiel Bewegungsdaten, Aufträge je Tag und ganz, ganz viele. Und ich aggregiere das auf dem Tageslevel. Und erst, wenn ich sage, ich brauche jetzt die Einzeldaten, dann frage ich in der Direct Query sozusagen in dieser Granularität nach. Also da muss man immer schauen, wie man da die Performance am besten leveragen kann. Sehr gut, vielen Dank dir. Dann vielleicht noch eine kurze Frage von mir. Wo du gerade dieses Dashboard so schnell zusammengestellt hast, dachte ich so, okay, mega gut. Wie sieht das denn mit mobilen Endgeräten aus? Skaliert das einfach runter oder wie wird die Anordnung quasi auf mobilen Endgeräten gemacht? Ja, also ich gehe mal hier auf die Seite, die ich gebaut habe. Und jetzt, die würde einfach skalieren. Ich habe aber auch die Möglichkeit unter Anzeigen hier zu sagen, ich möchte das Ganze mal sehen, wie es auf so einem Porträtmodus mobil ist. Und jetzt kann ich die ganzen Sachen hier zum Beispiel einmal nochmal sinnvoll untereinander anordnen. Das ist super. Und jetzt hätte ich hier die Möglichkeit zu sagen, okay, in dieser Anordnung sehen dann die Leute in ihrem Mobilgerät das Ganze. Also das wäre dann sozusagen hier einmal die Variante, die dann immer alle Leute sehen, die in ihrem Landscape-Modus sind. Sehr gut. Genau. Alles klar, dann ich schaue auf die Uhr. Wir haben noch gute 10 Minuten. Jetzt haben wir viel über Visualisierung geredet. Wie visualisiert man, wie arbeitet man mit dem Tool? Vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, warum sollte ich mich für das eine oder das andere entscheiden? Ich meine, ein Punkt ist ja immer die Frage, was kostet das alles? Ne? Das ist immer die Frage, die der Chef stellt normalerweise. Und die andere Frage ist, wie gut, wenn ich jetzt Neuling bin, sagen wir jetzt mal, ich kenne keins von beiden Tools, was ist zugänglicher für mich? Naja, also da ist halt, also gehen wir mal mit den zugänglichen Sachen an. Oft ist es ja so, dass Excel oder Microsoft schon irgendwo in den Unternehmen sind. Und gerade wenn ich so eine Sachen habe wie so ein einheitliches Menüband, also dieses Menüband ist ziemlich ähnlich zu den Menübändern, die man gewöhnt ist aus allen anderen Office-Produkten, was halt schon immer ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Und ich finde, das Feature, das man hier eingeführt hat, Format übertragen, das genialste Feature für so ein Ease of Use, weil ich baue mir einmal eine Grafik, kann die übertragen. Generell gilt, glaube ich, dass alle diese Tools, auch Click, immer ein bisschen eine andere Denkweise haben, als man es normal gewohnt ist und dass man da immer so ein bisschen reinkommen muss. Muss man auch für, also wenn man, glaube ich, mehr aus dieser Entwicklerperspektive, aus dieser SQL-Perspektive kommt, dann kommt man, glaube ich, mit dieser Skriptabfrage von Click sehr schnell zurecht. Wenn man jetzt so wirklich ein absoluter Endanwender ist, dann kommt man relativ schnell in Power BI rein, wenn man wirklich nur zusammenklicken muss und hier dieses schon, also das Datenmodell schon vorhat. Also wenn das Datenmodell schon da ist, ist man in Power BI super, super schnell und relativ schnell auch durch das Click und Drop, Drag and Drop, sehr, sehr schnell drin, hier solche Grafiken zu erstellen. Also man hat ja gesehen, wie schnell ich hier diese Grafik, gut, ich mache das jetzt schon ein bisschen länger. Und der nächste Punkt, Kosten, das jetzt kommt die Lieblingsberater-Antwort, it depends. Also ich weiß, Power BI, also wie ich es jetzt hier nutze, einfach nur dieser Desktop ist for free. Also jeder kann sich den runterladen, jeder kann damit seine Daten für seinen persönlichen Gebrauch analysieren. Wenn ich das Ganze als Unternehmen nutzen möchte, dann sind die Preise wie folgt. So eine einfache, die erste einfache Lizenz kostet 8,40 Euro, glaube ich. Also 8,40 Euro für eine Lizenz, mit der ich sharen kann, mit der ich konsumieren kann. Das ist so eine Einzellizenzierung. Jetzt gibt es die große Lizenzierung, ist dann die Premium-Lizenzierung, wo ich sozusagen nicht mehr jeden einzeln lizenzieren muss, sondern quasi jemand dann auch konsumieren kann, wenn er keine Power BI Pro-Lizenz hat. Die kostet 4.200 Euro. Mhm. Das ist aber die rechnet sich ungefähr ab 400, 500 Personen. Dann gibt es noch neuerdings die Premium per User, weil mit Premium habe ich ja nicht nur die Möglichkeit, hier verschiedene
Einzelsachen, also verschiedene Leute zu ermöglichen ohne Lizenzierung, sondern ich habe mit Premium auch Support von großen Modellen, von Paginated Reports. Also das kann man alles im Internet nachlesen. Da gibt es dann sehr, sehr viele Sachen, die man noch mit Premium machen kann. Und da gibt es jetzt eine neue Lizenzierung, die ist 20 Dollar pro User pro Monat in der Premium-Wert, also Premium per User, die kommt quasi dann ab April, gibt es dann diese Premium per User. Was man dann auch noch eine Möglichkeit hat mit Premium ist, dass man hier im Hintergrund erzeugt man ja dieses angesprochene SSRS-Modell. Und mit Premium kann ich dieses Modell dann quasi als XML-Schnittstelle herausgeben. Ich könnte also mich gegen dieses Modell mit Click verbinden und dieses Power BI-Modell dann mit Click analysieren, wenn ich das denn wollen würde. Und auch mit jedem anderen BI-Tool. Das klingt natürlich schon mal relativ günstig. Vielleicht kurz von meiner Seite aus. Ich sehe das, was den Zugang zu den Tools angeht, eigentlich exakt genauso wie du. Mir fiel es relativ einfach, in Click einzutauchen und auch in Click zu arbeiten, weil ich aus der Skriptsprache komme und das für mich dann quasi intuitiv erlernbar war. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, nachdem ich Power BI kennengelernt habe, ist auch das für mich relativ einfach nachzuvollziehen, weil ich eben die gängigen Microsoft-Tools wie Excel und so weiter auch schon kenne und man relativ einfach weiß, okay, wo muss ich ungefähr nach was suchen, wenn ich nicht genau weiß, wo es sich verstecken könnte. Was die Kosten angeht, ist es bei Click so, dass man bei Click immer unterscheiden muss zwischen ClickSense Business und ClickSense Enterprise. Also Click gibt es quasi nicht als kostenlose Version. Click ist immer entweder ein rein von der Click Companies gehosteter SaaS-Service oder ein Service, den ich selbst bei mir Client-managed quasi auf meinen eigenen Servern hoste. Was die Kosten angeht, ist es für die selbst gemanagte Instanz schwierig, an Zahlen zu kommen. Da habe ich nichts Verlässliches. Gibt also auch von der Click selber keine klaren Aussagen, weil das einfach dann Individualabsprachen sind, die sich aus meiner Sicht aber auch nur lohnen, wenn man über ein größeres Kontingent verfügen möchte. ClickSense Business ist explizit auch als Variante für kleinere, mittlere Unternehmen gedacht, also ich sage mal bis 50 User. Dort kostet dann die Lizenz 30 Dollar pro User, ist aber auch gestaffelt nach der Anzahl User, also irgendwas zwischen 24 und 30 muss man rechnen. Man kann mit dieser Lizenzversion auch bis zu 2.500 User nach oben gehen. Allerdings fehlen der ClickSense Business-Version, die rein von der Click als SaaS-Lösung gehostet ist. Einige Features wie die Embedded Analytics und so weiter, auf die wir heute gar nicht eingegangen sind, die quasi den Click-Kosmos ausmachen. Also wir haben jetzt auch heute über ClickSense, das Visualisierungstool, gesprochen. Deswegen eignet sich ClickSense Business meistens eher für kleinere, mittlere Unternehmen, die noch nicht so komplexe Infrastrukturen haben, in die Click eingebettet werden muss. Denn eins ist auch klar, egal ob Power BI oder ClickSense, es sind never standalone Tools, sondern sie müssen immer in den Kontext des Unternehmens eingebettet werden und mit den vorhandenen oder auch zukünftig vorhandenen Tools und Architekturen arbeiten. Bei der ClickSense Enterprise-Lösung ist es immer so, dass die rein von der Click gehostete SaaS-Lösung, also die SaaS-Lösung, die nicht selbst gemanagt ist, dort richten sich die Preise der Lizenzen auch nach Anzahl der Lizenzen, die ich abnehme. Es gibt nochmal eine Differenzierung zwischen Professional und Analyzer, die quasi, der Analyzer kann im Prinzip nur gucken und mit dem Dashboard arbeiten. Alles andere läuft über den Professional, wo es dann quasi die Möglichkeit gibt, auf allen Granularitätsebenen Rechte einzuräumen. Auch hier die Frage, je nachdem, wie viel ich abnehme, bin ich irgendwo zwischen 45 bis 70 Euro per User, also teurer als Power BI. Da muss man dann halt schauen, was passt zu einem und was passt auch ins Unternehmen. Ne? Genau. Ja, jetzt kam ein Kommentar, dass ja das Arbeiten mit der Oberfläche nur 20% der Arbeit ist. Ja, das ist garantiert so, wenn das bei einem so ist. Die Frage ist halt auch, wie viel Personen greifen dann drauf zu, das ist das eine Thema. Aber dieses Datenanbindungsthema, also wir hatten das in unserer Vorbereitung, da fiel auch mal dann das Wort Schatten-DWH. Also habe ich jetzt drauf gewartet. Ja, genau. Weil, also ich kenne das auch aus meiner Zeit von früher, wo ich unterwegs war in vielen Unternehmen, da ging es halt oft, dass irgendwie mit Click gearbeitet wurde und in Click sind dann so Schatten-DWHs entstanden, weil die Unternehmen dann kein DWH gebaut haben, sondern die haben eigentlich eine Click-Lösung gebaut, wo alle Datentransformationen, alle Aufbereitungen in Click gemacht wurden. Das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck von Click, weil Click ist ein Visualisierungstool und ist ein Daten
Auswertungstool und nicht das Tool, wo man eigentlich sein DWH bauen soll. Diese selbe Trend sieht man manchmal in Power BI, wenn die Leute denken, sie müssten alles, was sie denn haben, in dem Tool zusammenfassen und nicht irgendwo in einer sinnvollen Oberfläche, wie sinnvollen Oberfläche, sinnvollen Datengrundlage. Also ja, da muss man mal ein bisschen gucken. So. Da gehen unsere Meinungen jetzt ja aber auch wieder auseinander, das hatten wir ja schon. Ich bin immer noch der Meinung, dass Schatten-DWH hier immer nur, ich finde den Begriff an sich schon nicht ganz passend, vor allem dann nicht, wenn ich kein anderes DWH habe. Also es ist ja immer die Frage, was mache ich? ClickSense kann tatsächlich, je nach Ausprägung der Ressourcen, die ich quasi dem Server zur Verfügung stelle, die ich bei der Click buche, relativ gut mit einem gewissen Maß an Daten umgehen. Sobald wir in den Bereich Big Data kommen, das heißt, wir reden von mehreren hunderten Millionen an Datensätzen, ist auch da irgendwann Schluss aus meiner Sicht. Wie Michael gerade schon sagte, es sind eigentlich Visualisierungstools. ClickSense kann bis zu einem gewissen Grad sehr gut Datentransformation durchführen und auch in einem überschaubaren Rahmen. Es gibt auch Werkzeuge, die quasi es erlauben, Schedules und so weiter alles einzustellen, dass ihr auch das alles sauber strukturieren kann. Click bietet ein super Governance-Modell, wo auch die Daten-Governance quasi mit abgebildet werden kann. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, und das zeigt auch die Erfahrung, wenn man ein kleines Schatten-DWH, wie Michael das nennt, aufbauen möchte, um schnell, flexibel mal eben etwas zu analysieren in dem Datenfeld, was vielleicht im herkömmlichen DWH nicht vorhanden ist, wäre es für mich kein Thema. Allerdings, sobald ich etwas langfristig aufsetzen möchte, würde ich immer empfehlen, eine richtige DWH-Struktur aufzusetzen, die auch quasi genau für diesen Zweck gedacht ist, aber vielleicht nicht gut in der Visualisierung ist und dann für die Visualisierung ein Visualisierungstool wie ClickSense oder Power BI nutzen. Schönes Wort. Ja, gibt's noch Fragen? Gibt's noch offene Fragen, offene Punkte? Ich hoffe, das war soweit als kleine Einführung für Sie okay. Wir stehen natürlich für weitere Fragen, für tiefere Nachfragen immer zur Verfügung. Wenn Sie da Fragen haben, melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen da gerne weiter. Ich habe vielleicht noch eine Frage. Ja. Hallo zusammen. Die Preismodelle der beiden Tools sind ja relativ kleinteilig in unterschiedliche Lizenztypen gegliedert. Kann man die beiden so Pi mal Daumen gegenüberstellen, um das Ganze nochmal in so einem Satz in Relation zu bringen? Naja, also schwierig. Also, wenn man so einen durchschnittlichen Case rechnet, dann ist ungefähr, also das sind nicht die Cost of Ownership, das sind wirklich nur die Lizenzkosten und wirklich nur die Lizenzkosten mit den öffentlich verfügbaren Informationen. Und dann kommt man irgendwie so raus, dass bei Power BI 30 bis 40% der Kosten von Click hat. Also nur die Lizenzkosten, nicht die Ownership-Kosten, wirklich nur reine Lizenzkosten, ist Power BI ungefähr bei ein Drittel der Kosten von Click mit den öffentlich verfügbaren Informationen. Jetzt weiß man natürlich, dass solche großen Hersteller dann an der einen oder anderen Stelle auch Rabatte geben und dass das quasi nicht in Stein gemeißelt ist. Deswegen haben wir das auch nicht so ganz hervorgehoben, aber ungefähr ist es ein Drittel der Kosten. Gut. Ja, sonst noch weitere Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, dann würde ich mich bedanken und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Punktlandung. Ja, hör mal. Tschüss. Dankeschön, euch. Schönes Wochenende.